Willkommen zu einem neuen Video. Es geht endlich mal weiter mit meiner Tischkreissäge und ja, ich hatte zurzeit zu wenig Zeit, um daran weiter zu basteln und daraus Videos zu machen, wie es halt manchmal so ist. Aber jetzt bin ich endlich mal ein gutes Stück weiter gekommen mit der anderen Hälfte von der Winkeleinstellung. Also dem wichtigen Teil, dass ich dann auch, naja, was die Bewegung verursacht eigentlich. Wo fange ich jetzt an? Also ich hatte meine Ursprungszeichnung eigentlich eingeplant, dass hier unten durch die Gleitstange, also dieses Teil habe ich hier schon fast fertig. Und da war eigentlich die Idee, dass ich dann hier die Achse habe und hier anstatt der Achse eigentlich nur das Teil eine Schraube durch und dann kann sich das dann bewegen. Aber damit ich dann sicher gehen kann, dass das Ganze auf einer Achse sich befindet, habe ich dann ja, nur eine Achse benutzt. Nur beim Gewinde sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe hier mein Steilrad für die Höhenverstellung. Ja, das war jetzt wirklich nicht in Gebrauch. Also ich habe es jetzt hier fürs Video, für die paar Versuche mal benutzt. Und man hat es ja schon im letzten Video, habe ich schon gezeigt. Ich habe hier schon eine erhebliche Abnutzung, also das Gewinde schon komplett weg. Das heißt, wenn ich jetzt die 16 Gewindestange genauso genauso lagern würde, ja, ihr wisst, was ich meine, dann hätte ich nach kürzester Zeit irgendwo das Gewinde einfach abgenutzt und das ganze Ding würde dann lose in der Halterung drin liegen, in dem Loch. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Vor allem bei der Winkeleinstellung. Ihr könnt euch denken, wenn das Sägeblatt ständig hin und her schwingt, weil die Gewindestange irgendwo einen Millimeter abgenutzt ist, wie am Ende dann die Schnitte aussehen werden. Okay, wäre interessant zum Angucken, aber naja. Deswegen werde ich es bei der Gewindestange genauso oder so ähnlich machen wie hier an der Klettschiene Dings, wie es auch immer heißt. Dafür werde ich dann die Stange nehmen, ein Stück hier noch anspeisen und dann genauso wie hier drei Laschen machen, Löcher, wo ich dann das Ganze reinstecken, befestigen kann. Ich muss nur noch gucken, wie ich es dann hier vorne, also am anderen Ende mache. Das wird mir dann schon noch während der Arbeit einfallen. Aber so sieht der Plan jetzt erstmal aus. Thank you.
Das Ding hier ist schon vorgebohrt, nur da steckt eine andere Bohre drin. Ja. Okay, dann ein anderes Teil. Mit dem hier sollte man ein bisschen mehr sehen. Thank you.
Das Ding ist jetzt 46 mal 100 und da bekomme ich 3 Stück raus. Sollte ich theoretisch. Bei dem hier müsste ich jedes Mal die 45 so abschneiden und hätte ich hier dran so einen riesen Überstand und ja, das will ich nicht unbedingt haben. Also, das hier. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis die Stange dann das richtige Maß wieder hatte. Letzten Endes bin ich auf 12,1 bzw. 12,2 mm gekommen, was nicht ganz rund ist, aber es reicht mal aus. Und an der Stelle mache ich dann noch Schluss mit dem Video, weil ich glaube, das ist schon lang genug geworden. Mehr Zeit will ich euch einfach nicht stehlen und ja, ansonsten dann noch das Übliche. Teilen, liken, kommentieren und abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid. Bis zum nächsten Mal dann.